Warum kommt ihr... Ach so, ich habe da vergessen, die Leiter wieder aufzustellen. Und ich hätte sie vielleicht nicht dahin porten sollen, weil sie alle am Verhungern sind. Das könnte nämlich jetzt eng werden. So, bevor es hier eng wird. Esst. Genau das, nämlich... wollte ich vermeiden. Okay. Frischer Jungzwerg aufleveln auf Stufe 5 und zu einem neuen Gräber machen. Haben wir eigentlich die Oberfläche geklärt hier? Ja, haben wir. Hier waren ja überall solche garstigen Orks. Oh, garstige Orks. So, okay. Ach ja, um da runterzukommen, müssen die natürlich hier einen Weg runterfinden. Oh, weil ich langsam gar kein Turmalin mehr bräuchte. Ich möchte nur den Mauerstein hier eigentlich. So, da ist der neue Jungzwerg. Komm, ich helfe mal ein bisschen nach, an den Mauerstein da zu kommen. Weil von dem Mauerstein aus können wir uns dann gleich in die Höhle buddeln. Und gucken, was es da noch zu plündern gibt. Eisen haben wir genug. Wir haben auch ein bisschen Titan übrig. Ein Ork, der Titan bewacht. Ja, auch gut. Ihr erreicht beide bald Stufe 20. Das ist auch in Ordnung. Und ja, wir sind hier an der ganz untersten Schicht angekommen, übrigens. Und hier gibt es nichts mehr. Für uns. Ach, wisst ihr was? Da wir so nah an dem Ding dran sind. Buddeln wir uns einfach mal von hier aus da rein. Ah, ich habe schon alle 5. Okay. Machen den Ork hier mal platt. Ja, ganz ehrlich, die Bombenschmeißer funktionieren am besten. Soldatenkultur. Nein, erstmal größeres Lager, dass wir noch mehr Zeug einlagern können. Ja, so ist das besser. Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht so, sondern so. So. Wieder hier hoch mit euch. Weil der Rest wird ja wahrscheinlich schon auf dem Weg dahin sein. So. Ach, da hängt mal wieder einer fest, zwei fest.
Ich muss halt jetzt zurzeit wirklich auf meine Leute aufpassen. So, da wir so viel Titan haben und gleich noch mehr einsammeln werden, gibt es auch... Oh! Ah, die letzte Tafel. Großes Klavier steht im Weg. Ein paar andere Sachen sind im Weg. Da ist Mauerstein. So, dann holen wir uns mal die letzte Tafel. Dachte ich mir, dass hier noch jede Menge Titan versteckt ist. Das Datum auf dieser Tafel ist nicht weit weg von dem Datum entfernt, nachdem Kirchvater nichts mehr von den Zwergen hier hörte. Dies könnte die allerletzte Tafel sein, die sie beschrieben haben. Jetzt ist es sicher, irgendwas ist hier unter uns und es ist nicht Prinzesschen. Letzte Nacht verschwand unser gewählter Clansführer und sein Clan spurlos aus dem Thronsaal. Nur ein Zwerg überlebte, er berichtete von etwas Großem, Dunklem und Schrecklichem. Wir können die verschwundenen Zwerge nicht zurücklassen. Wenn dies irgendein Zwerg liest, so sind wir gescheitert. Wir werden noch tiefer graben, als der Thronsaal gelegen ist. Wir müssen finden, was immer dort auch haust. Ich werde mich von Prinzessin verabschieden und sie hier im Thronsaal zurücklassen. Ich werde ihr die Krone des Clanführers geben, damit sie fortan hier die Königin sei. Ich bin Godri Pindhammer, stolzer Zwerg und Anführer des Pindhammer-Clans. Hui, dann waren es... Doch nicht die Spinnen. Ich frage mich, hinter was genau sie wohl her waren. Jagt mir keine Schau über den Rücken. Das war garantiert das Prinzesschen. Das hat alle in den Wahnsinn getrieben. So. Dann bringe ich meine Armee einfach mal auf direktem Wege zurück zum König. Findet Antworten. Der Wissen ist komplett. Noch mehr Mauerstein. Da kommt mein zweiter Gräber. Wie weit ist mein... Der wird langsam... Ja, Soldatenkultur und Heroismus wären jetzt nicht schlecht als nächstes. Und ich würde mal sagen, da die beiden schon gleich Stufe 21 sind und du auch gleich Stufe 21 bist, wirst auch du abgegradet und jetzt haben wir eine richtige Forschungsstreitmacht wieder mal. Okay, drei trainieren. Trainiert der Flotte jetzt auch? Ja, scheinbar sind jetzt wieder alle normal geworden. Für die Verhältnisse normal. Noch mehr Drachenblut, sehr schön. Kein Drachenblut. Drachenblut haben wir mehr als genug. Ich meinte Mauerstein. Das heißt, wir können schon mal den ersten Musketier ausbilden. Und gleich den zweiten. Und dann haben wir wirklich eine Streitkraft. Streitmacht. Oh, ich habe noch mehr Räume hier unten gefunden. Tiefer. Oh. Zu denen kommen wir dann aber später erst. Weil ich will erstmal hier runter eigentlich.
Achso, die sind zwei da jetzt runtergekracht. Egal. So. Gut. Soldatenkultur, Heroismus und dann die beiden hier oben. Der ist auf dem besten Weg. Eigentlich kann ich ihn gleich schon mal zum Bergarbeiter befördern. Ja, wie kommt man da hin? Am besten hier durch eine Leiter. So. Jawohl, jetzt habe ich wirklich eine Kampftruppe hier. Wenn ich dieses Prinzesschen dann besiegen muss, brauche ich eine gute Kampftruppe mit Heroismus am besten. Du bist ein 15er Zwerg. Wo sind die anderen beiden Gräber? Ach, hier oben. Der eine sitzt da und trinkt Bier. Und die sind freudig am Ableveln. Ja. Also ja, das klappt wirklich gut. Heroismus, zwergische Vorbilder. Und der Raum hängt doch noch zusammen. Sehr gut. Und er geht graben. Das heißt, erst in den Raum, dann in den Raum da und dann. Das war falsch. Ach so, das sind ist ja schon die richtige Höhe. So, von hier aus muss ich eigentlich nur eins tiefer und darüber graben. Und meine Armee ist auf dem Weg. Das heißt, ich brauche sie nicht porten. Ich muss nur dich in Sicherheit bringen, bis sie da ist. So, ja. Und Heroismus. Oh, noch eine Tafel. Und ein eingesponnener Zwerg. Oh. Und Säulen. Säulenteile, die nehme ich gerne.